Hallihallo, hallöle und ein herzliches Willkommen zurück bei Let's Play Dragnest. Ich bin's, der Dü. Und ja, wir gehen mal Richtung himmlischen Hafen. Wir haben da nämlich noch einige Questen auf jeden Fall abzugeben. Und ja, wir hatten ja, glaube ich, 5 Questen insgesamt dort gemacht. Jetzt im letzten Dungeon. Und ihr seht schon, es ist alles voll. Hab nicht mal irgendwie, warum ist das alles so voll? Okay. Es war auf jeden Fall wirklich richtig viel, muss man sagen. Verstehe auch gerade gar nicht, warum das so viel ist. Ich war doch eigentlich nur in deinem einen Dungeon drin gewesen. Was hat der jetzt hier an täglichen Questen eigentlich noch? Achso, wird alles bearbeitet. Okay, gut. Das habe ich dann. Das Eingegraute habe ich nicht gesehen. Okay, gut. Dann war hier, glaube ich, nochmal eine Quest gewesen. Auch abgeschlossen. Keine Ahnung, warum habe ich so viel abgeschlossen? Lol. Vor allem, ne, da bin ich halt auch gleich schon wieder Level up. Also pro halbe Stunde kann man so sagen, ein Level up. Das ist auf jeden Fall eine gute Quote. Like for BP. Like. Like. So, dann gehen wir hier runter nochmal. Und ja, müssten dann eigentlich auch jetzt mit den nächsten 1-2 Questen, die wir noch abgeben können, auch auf jeden Fall. Oh, Santor gibt es ja doch noch. Hätte ich mir doch noch was holen können. Naja, egal. Ich glaube, das habe ich auch weggeschmissen, glaube ich. Ich glaube, das ging gar nicht zu verkaufen, das muss ich sogar wegschmeißen. Naja. Oh, ich habe Kellys Gefühle, weil jetzt muss ich aufpassen hier. Oh, was ist das denn? Verdammt. Kann diesen roten Apfel auf keinen Fall zu einem günstigen Preis verkaufen. Wirkt auf den ersten Blick sehr logisch, aber wenn du sie dir, findest du vielleicht einen Fehler. Hör dich noch einmal an. Wird nur einmal in einem Jahrzehnt geerntet, deshalb kann ich ihn unmöglich verscherbeln. Denk doch nur an die Farmer, die diesen Apfel 10 Jahre lang hegen und pflegen. Ich kann diese Frucht unmöglich für einen Spottpreis verkaufen. Außerdem ganz besonders hart, aber mit einem Splitter erhält man die beste Apfelmarmelade der Welt. Oh, was ist das denn? Wollt ihr mich verarschen? Oh, das ist es halt auch nicht, ne? Die ersten 3 sind es halt überhaupt nicht. Jeder, wenn er diese Marmelade isst, meine Schwester ist eine Ware und sie liebt Kronöpfe. Ach so, okay. Kronapfel. Achso, okay. Ich hab ne. Irgendwas mit der Schwester war so. Ich hab keine Ahnung. Bitte den Stars in meinen Rat. Kauf mir eine Studie, okay. Ja, das ist auf jeden Fall scheinbar eine kleine Laufquest, die wir diesmal haben. Die auf jeden Fall gar nicht so schlecht auf jeden Fall XP gibt, aber ich meine, wir haben so viele Boni, die momentan hier akkumulieren. Und da ist es dann halt auf jeden Fall auch nicht verwunderlich, dass wir dann wirklich so viel an XP auch bekommen. So, wir laufen jetzt einfach mal das Stückchen noch. Da sollte eigentlich nichts mehr passieren mit. So, lalalala, gucken wir mal. Eieiei. Okay, wir gehen nochmal auf die, nach unten. Da haben wir nämlich noch die eine Quest. Dumm die. Ja, ich weiß, es ist langweilig hier, Mann. Kannst du auch nicht ändern. So, zack. Okay, dann haben wir hier oben noch die eine Quest und dann haben wir oben auch nochmal 2 Questen. Und dann weiß ich auch gar nicht, was ich mit der Restfolge noch so anfangen soll. Oh, das ist doch alles doof. Weil halt immer momentan braucht man wirklich Ewigkeiten hier, um die ganzen Questen hier anzunehmen. Aber auf jeden Fall wollen wir uns nicht beschweren. So, jetzt sind wir 33 erstmal. Okay. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass ich hier den Warp finde, genau.
Denn hochlaufen wollte ich jetzt nicht nochmal. Aber wir haben jetzt hier unten haben wir auch schon wieder was. Oh, ist das nervig, Mann. Zack. Südtor, Osttor, Südtor und zack. So, da haben wir auf jeden Fall auch wieder noch eine Quest hier bei ihm. Hello, na, wie geht's? So, eine merkwürdige Bitte. Okay, so, jetzt gucken wir mal, wo kann ich denn hier warpen? Was ist das denn hier überhaupt? Fischerkönig. Achso, ich muss mehr über die Fischerei lernen. Mit den Berufen hat man uns, glaube ich, auch bisher überhaupt noch nicht beschäftigt, ne? So, richtig. Müsste man ja eigentlich mal in Angriff nehmen, ne? Stimmt eigentlich, ja. Ach ja, genau, ich wollte ins königliche Schloss noch. Genau, so ist das. Gerade noch leicht verbuggt, beziehungsweise noch leicht, ja, noch leicht alles nicht geladen wurden. So, Herzog Stuart. Oh ja, das bin ich. Ja, ja, ich bin der Held, über den jeder redet. Ja, total. Okay, gut, also, nehmen wir mal hier nochmal bei Feldmarschall Douglas das Ganze an, zack. Der Kampf, der nie endet. Neue Aufgabe hinzugefügt und wir haben keine Aufgaben mehr, die wir jetzt irgendwie großartig an- und abgeben können. Wir gehen mal zum Osttor, warum müsste eigentlich das Richtige sein, glaube ich, Osttor, ja. Und zwar beim Lagerzeugs, denn wir müssten, ja, können auch mal ein bisschen was verkaufen, ein paar kleinere Sachen, zack. Ups, handeln, reparieren. So, machen wir hier mal das. Medaille der Göttin. Ja, das ist irgendwie auch Zeugs, ne, was man irgendwie nie wirklich so bisher benötigt hat. Oder? Kann das sein? Ich weiß es halt auch nicht. Das ist halt richtig Kacke. Komm, wir gehen mal zum Schmied, warte mal. Handeln, Gespräch. Bei dem kann ich mich gar nicht einschleimen, okay. Vielleicht kann ich mich bei dem hier ein bisschen einschleimen. Ne, bei dem kann ich mich auch nicht einschleimen. Warum kann ich mich bei dem nicht einschleimen? Dem kann ich was schenken hier. Zack. Bündnispunkte erhalten. So, dann können wir hier, wem können wir noch was schenken? Ithilien. Oh ne, der kann ich nichts schenken. Schade. Die will nix. Rodrigo sieht bestimmt dann genauso aus, ne? Oh, der sieht ja grimmig aus. Achso, den kann man gar nicht schenken. Ja, gut. Meisterzauberin, kann man der was schenken? Ja, doch. Warum auch immer kann man der was schenken und dem Rest nicht. Ist ja komisch. Naja, gut, ich werde mal die Folge auf jeden Fall mal ein bisschen kürzer halten hier an der Stelle. Wollte jetzt nicht unbedingt nochmal in einen Dungeon hineingehen. Und, ja, dann würde ich sagen, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Auch wenn es in dieser Folge nicht wirklich viel zu sehen gab. Das ist, ja. Aber nächste Folge wird auf jeden Fall wieder besser. Denn da ist das dann wahrscheinlich die nächste Aufnahme auch schon. Und, ja, da habe ich dann auch wieder ein paar mehr Themen auf jeden Fall wieder mit parat. Und, ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.